Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Die Wahrheit braucht ein schnelles Pferd. So oder so ähnlich lautet die Übersetzung eines indianischen Sprichwortes. Will meinen, dass wenn jemand die Wahrheit verkündet, dann kann es oft sein, dass er gar nicht willkommen ist mit dieser Kunde, mit dieser Wahrheit. Und den Grund wollen wir heute mal dafür aufdecken. Und dann wissen wir auch, warum so viele Menschen dem Buch des Lichts hasserfüllt begegnen. Hasserfüllt, schau mal. Das ist zum Beispiel Band 10. Und zwar hasserfüllt aus allen Ebenen, sei es Bibel, Koran, sei es Bhagavad Gita, sei es die Veden. Warum, wenn das Buch des Lichts dies verkündet, da könnten die doch einfach sagen, ja, das stimmt nicht, gut. Also wenn ich etwas höre und man sagt, das ist die Wahrheit und ich bin der Meinung, das ist nicht die Wahrheit, sei das nicht die Wahrheit, dann hat sich das für mich. Warum diese Aufregung? Warum diese Aggression in vielen E-Mails, die ich bekomme? Ja, die mir vorwerfen, dass ich entweder die Schriften nicht richtig verstehe. Nein, die Tatsache ist, ihr versteht die Schriften nicht, weil ihr deren wirkliche Bedeutung nicht versteht, die jenseits der symbolischen ist, weil ihr die Bibel, den Koran, die Veden und so weiter wörtlich nehmt, habt ihr nicht deren wahre Botschaft verstanden. Und darum haben wir das Buch des Lichts. Jetzt kommt der 13. Band bald raus, oder ist schon draußen, ist schon veröffentlicht. Sprich mit den Göttern, ja? Also, da handelt es sich auch um das Missverständnis einer uralten Sprache, Sanskrit oder Sanskritam genannt, die uns einst alle verband. Es gab keine andere, entsprang dem Zensar. Da werden wir im Detail noch reden darüber. Aber weil ich immer mehr oder immer öfter widersprüchliche oder widersprechende, ist wohl besser, E-Mails bekomme, vor allem von Krishnaiten, vor allem von Bhagavad Gita, hohen Gelehrten, die mir vorwerfen, dass ich die Bhagavad Gita beschmutze. Vielleicht seid ihr es, die das Wissen beschmutzt. Und darum will ich heute nochmal darauf zurückkommen. Das ist wichtig, meine Lieben. Wiederholung ist ja der beste Lehrmeister. Ich will mal heute kurz zusammengefasst andeuten, warum die Veden irren. Ich habe das im Detail schon mal gemacht, aber man muss manchmal auch die Dinge etwas zusammenfassender sagen können. Das liegt daran unter anderem, und darum ist jetzt im Band 13 das Sanskrit-Buch erschienen, über welches ich im nächsten Vortrag spreche. Es geht darum, dass diese lieben Menschen kein Sanskrit verstehen. Und weil sie es nicht verstehen, und wenn es Prabhupada ist, der höchste Sanskrit-Lehrer, ich muss euch mal was sagen, meine Lieben, und ich verstehe den Ärger. Auch der höchste Sanskrit-Lehrer auf Erden, Prabhupada, kann nicht mit dem Wissen des Buchs des Lichts standhalten. Und das wird bewiesen in meinem Sanskrit-Buch. Ja. Und es gibt einige hohe Professoren, Dr. Doktor wird alles benannt im Buch, die mir da helfend zustimmen. Aber gut. Das ist ja alles, meine Lieben, etwas gewesen, das man mir im Englischen Book of Light diktiert hat. Da habe ich es handschriftlich niedergelegt, auch mit handschriftlich versehenen Sanskrit, wie ihr hier seht. Ja? Handschriftlich Sanskrit. Und mit diesen, bereits mit diesen Buchstaben dieser Schrift bewiesen, wo die Sanskrit-Gelehrten, und ich sage alle, die ich auf dem Internet gesehen habe,
Das sind sicherlich großartige Wissens- oder weise Menschen darunter, aber sie haben Sanskrit eben nicht verstanden. Und ich will das heute mal belegen. Ich gehe mal zur Bhagavad Gita. Das ist ein Teil der Mahabharata. Ja? Das ist eine Geschichte, in der Krishna als Avatar und Arjuna, sein Jünger, hohe spirituelle Philosophie diskutieren. Nun bedeutet das Bhagavad Gita heiliges Lied, meine Lieben. Es wird ja auch gesungen. Aber die Mahabharata ist oder beschreibt in Schrift und eben auch in Sanskrit und eben auch, wie ich es sage, in missverstandenem Sanskrit. Den Konflikt zwischen zwei Mahabharatas. Also wir sind zwei großen Familien. So. Ja. Wir wollen zunächst mal sagen, und deshalb ist ja jetzt das Buch des Lieds da, meine Lieben. Es gibt gar keine geschriebene Bhagavad Gita, selbst wenn er sie irgendwo glaubt lesen zu können. Es gibt auch kein geschriebenes Mahabharata. Es gibt auch keine geschriebenen Wesen. Es gibt aber Megatonnen geschriebenes Material, verborgen und verschleiert. Denn das Buch des Lieds lehrt, meine Geliebten, alle Schriften wurden zuerst mündlich weitergegeben, sogar der Buddhismus vor allem auch. Und später erst wurden sie niedergeschrieben und da kamen natürlich einige, sagen wir mal, durch Interpretation verursachte, ja, könnte man sagen, Fehlzitierung entstand da. Ja. Es öffnete die Tür für Missbrauch, Fehlinterpretation. Diese Fehlinterpretationen, und darum wird das Buch des Lichts im Augenblick so gehasst von vielen, Gott sei Dank nicht von allen. Ich habe immer gesagt, es ist zu früh. Aber bitte, gut. Der Missbrauch und die Fehlinterpretation, die kann ich benennen, meine Geliebten. Bibel, Koran, Kabbala, Judaismus, was noch? Gnostizismus, Christentum, Buddhismus, wie er dann später sich veränderte, natürlich. Alle Religionen und Ismen im Allgemeinen. Und ein Beispiel für diesen Missbrauch des Wissens. Jetzt, es könnte sein, dass dieser Missbrauch des Wissens kein absichtlicher war. Das sage ich jetzt mal. Ja, ich will ja niemandem was vorwerfen. Sondern ich will nur gewisse Dinge richtigstellen. Es kann sein, dass es von einem falschen Verständnis von Sanskrit geschah. Darum jetzt ja auch Band 13, in meinem nächsten Vortrag dann, ich spreche mit den Göttern. Sanskrit. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Hier, diese fehlverstandene... Kavin, Purana, Majun und so weiter. Na gut. Ich übersetze das mal hier. Das ist korrektes Sanskrit. Auf das ich dann im Detail im nächsten Vortrag zu sprechen komme. Ich übersetze mal dieses korrekte Sanskrit. In dem Falle mal. Ja? Aber was Falsches aussagend. Es gibt auch inkorrektes Sanskrit, welches Falsches aussagt, aber dies ist mal hier ein Beispiel von korrektem Sanskrit. Es ist nicht alles falsch, was die machen. Nur es ist falsch interpretiert. Zum Beispiel, da steht man sollte über die höchste Person meditieren als jemanden, der alles weiß, weil er der Älteste ist. Also jemand, der Beherrschende ist, der kleiner als der Kleinste ist, der Erhalter von allem ist, der jenseits jeder materiellen Vorstellung ist, der unvorstellbar ist und immer eine Person, und da hakt's schon, meine Lieben, und da hakt's schon. Hier steht, er ist leuchtend wie die Sonne und transzendent jenseits seiner materiellen Natur. Da werden Äpfel mit Birnen vermischt. Und ich habe die kritischen Zitate unterstrichen, meine Lieben, der jenseits jeder materiellen Vorstellung ist, der unvorstellbar ist und immer eine Person, das ist falsch. Die Person ist die Hülle,
Die Person kann niemals die Wesenheit sein. Niemals. Egal wer das nun ist. Und wenn es der höchste Brahma ist oder Brahman, dann ist das immer noch eine Wesenheit, die in Manifestation sich befindet und mit Hüllen umgeben ist, zum Beispiel mit dem gesamten Universum. Nur mal das Beispiel. Das Höchste, also das ist hier, nicht, dass er mich falsch versteht, das ist korrektes Sanskrit, ich habe es ja so hingeschrieben. Aber es ist nicht ein Beispiel für alles, was da steht. Es ist missinterpretiertes Sanskrit, missverstandenes Sanskrit. Das Höchste kann keine Person sein. Oder kannst du fragen, wo kommt denn die Person her? Dann wäre ja das, wo die Person herkommt, das Höchste. Gott, wenn recht verstanden, ist keine Person. Und ich sage euch etwas, das Buch des Lichts lehrt das. Alles Leiden auf der Welt entsteht, so lehrt das Buch des Lichts, von dieser falschen Definition, dass man Gott als eine Person bezeichnet. Es gibt keinen vollkommenen Schöpfergott, der als Person alle anderen Personen erschaffen hat. Das gibt es nicht. Und so wurden die Veden, sie entgingen nicht dem Schicksal, fehlinterpretiert zu werden, obwohl ich dieses Sanskrit, das ich ja selber geschrieben habe, das ist mal korrekt, das ist korrekt. Aber fehlinterpretiert. Wo inkorrektes Sanskrit vorkommt, erfahren wir dort auch. Das liegt eben dann an der unterschiedlichen Interpretation des Alphabetes und so weiter und so weiter. Da komme ich dann im nächsten Vortrag drauf. Wir haben in den Veden beschrieben, wie Arjuna das Höchste bittet, ihm zu helfen, seine Feinde zu überwältigen. Ja, was ist denn das? Das ist ja wie heute in der das Problem mit dem Krieg Ukraine und Russland. Wir könnten jetzt die einen bitten, lieber Gott, hilf uns, den Feind zu vernichten. Das haben die Krieger und Kriegsparteien und Nationen, die gegeneinander kämpften. Da hat jeder seinen Gott gebeten, hilft das der andere, der ist böse, wir sind gut. Ja, genau, genau. Und das hat alles auch zu tun mit der Fehlinterpretation der Veden. So weit geht das zurück, meine Lieben. Denn was ist wirklich gemeint, meine Lieben, wenn Arjuna bittet, die Feinde zu besiegen? Eigentlich ist das Anatta gemeint. Der Feind, das ist das, was du wahrnimmst als vergänglich, als veränderlich. Das ist die wahre Bedeutung. Und wenn du vor dem Spiegel siehst, dann siehst du den Feind. Du siehst den Feind. Viele haut das um. Die sagen, um Gottes Willen, ich dachte, der Feind ist ganz woanders. Und da woanders ist auch der liebe Gott, den kann ich ja dann mal fragen. Nein, so geht's nicht. Ja? Alle Konfrontationen, liebe Ukrainer und liebe Russen und liebe sonst was auf der Welt, alle Konfrontationen zwischen Personen oder dann Nationen, was dann logischerweise zum Krieg führt, wie wir jetzt hier sehen, die bedeuten eigentlich, und es sind Hinweise darauf, wenn man die Bhagavad Gita richtig versteht, dass man die Sinne kontrollieren soll. Ja. Das führt auch zurück zu Konfrontationen, die es im Himmel gab, Krieg im Himmel und so weiter. Ja. Da weist die Bhagavad Gita dann korrigiert durch das Buch des Lichts auch ganz klar hin, dass Planetenengel und ihre Häuser gekämpft haben miteinander. Die Planeten versuchen ja im Weltraum zu überleben. Was meint ihr, was die machen? Was glaubt ihr eigentlich? Heute scheint gerade die Sonne. Weißt du, was sie eigentlich will? Die will dich verschlingen. Was denn sonst? Verschlingen will sie dich. Denk mal drüber nach. Ein kosmischer Kampf ums Überleben wiederholt sich auch hier unten auf der Erde. Also es sind immer eigentlich das Anatta gemeint. Ja. Und dann übersetze ich mal jetzt das hier, Govinda. Kini
Simni Raviana. O Govinda, welchen Nutzen haben für uns ein Königreich, Glück oder sogar das Leben selbst? Wenn all diejenigen, für die wir das erstreben, jetzt auf diesem Schlachtfeld aufgestellt sind, und da beschwert sich der Arjuna auch und andere. Wenn Lehrer, Väter, Söhne, Großväter, mütterlicherseits, Onkel, Schwiegerväter, Engel, Schwager und andere Verwandte bereit sind, wie es ja in der Ukraine jetzt passiert, ihr Leben und Eigentum aufzugeben und vor mir stehen, warum sollte ich den Wunsch haben, sie zu töten, sogar wenn sie andernfalls mich töten würden? Und dann sagt er ganz klar, zu einigen Kriegsdienstverweigerer in den Veden, O Erhalter der tötenden Wesen, ich bin nicht vorbereitet, mit ihnen zu kämpfen, nicht mal im Austausch mit den drei Welten. Was meint er damit? Er meint die drei kosmischen Ebenen über unserer kosmischen oder dem unsichtbaren Universum. Denn da ist Heiterkeit und Glück. Und dann fragt er, was für ein Vergnügen soll uns das Töten bringen? Swami Prabhupada, der ist jetzt natürlich verstorben, ein hoch angesehener Sanskrit-Lehrer, Weiser, Heiliger, der dennoch Sanskrit nicht richtig verstanden hat. Der definiert Krishna als jemanden, der Sinne hat und dessen Sinne von Arjuna oder jedem anderen Jünger zufriedengestellt werden müssten. Naja, das erinnert mich an Buch des Lichts Atlantische Zeiten, wo man die eigenen Kinder dem Gott geopfert hat. Ich will nicht mehr ins Detail gehen. Was muss denn laut Swamis Definition und Übersetzung der Krishna sein, wenn er, um seine Sinne zu befriedigen, antwortet, dass seine Untergebenen all ihre Verwandten töten sollen? Und da kommt wieder diese Interpretation, im Namen Gottes darfst du das tun, denn der Swami fährt übersetzend fort, der Herr kann einer Person auf eigene Verantwortung verzeihen, doch er verzeiht niemandem, der seinen Anhängern Schaden zugefügt hat. Ach, guck mal. Mit anderen Worten, ich kann dich töten, weil es Gottes Wille ist. Aber Gott verbietet es, dass du mich tötest. Swami Prabhupada hat, und das klingt jetzt widersprüchlich, wenn ich sage, er hat richtig übersetzt, aber er hat falsch interpretiert. Und da ist wieder das Problem, wie man Sanskrit richtig übersetzt und dann auch versteht. Die richtige, korrekte Devanagari-Interpretation der Texte wäre, die Verwandten sind die Sinne. Und sogar wenn du sie nicht tötest, wird Gott früher oder später nach vielen Reinkarnationen es tun, mit dir oder ohne dich. Weil du eben eine Monade bist, die einen Körper hat. Und die Monade kümmert sich dann darum. Mit Gott meinen wir jetzt in dem Falle den Urgrund, der ja alles wieder aufsaugt und alles zerstört. Nur die Monaden verbleiben frei von Form. Ja? Der Swami hat nicht immer Unrecht. Aber, seltsamerweise, ohne sich dessen bewusst zu sein. Wenn ich den Text lese, Arjunas einzige Möglichkeit, ein Königreich zu erlangen, liegt im Kampf mit seinen Cousins und Brüdern und dem Zurückfordern des von seinem Vater geerbten Königreichs, was er aber nicht tun möchte. Aber dieses Königreich, meine Lieben, und das hat Prabhupada nicht verstanden, das ist das höhere Selbst, das ist Atma Buddhi. Der Brahma, in dem Falle der Vater in Anführungsstrichen, wäre das höhere Selbst des Sonnensystems, Brahma. Und kämpfen bedeutet überwinden. Was sind die Cousins, Freunde und Brüder? Die Cousins, Freunde und Brüder, was ist das? Das sind deine Sinne, das sind die Sinne. So nah sind sie dir, wie deine Cousins, Freunde und Brüder. Das ist dein Verlangen, deine Wünsche, deine Ambitionen. Und was nicht kämpfen will gegen sie, was weiter ihnen nach
latschen will und ihre Wünsche befriedigen, das ist eben dein niederes Selbst. Es wird sich weiterhin an die Sinne klammern. Ja? Denn eine Loslösung von diesem niederen Selbst wäre dann in der Tat der Tod des niederen Selbst. Wenn wir uns die Übersetzung von Swami Prabhupada mal anschauen, dann enthüllt das sogar, dass Arjuna seine Lehrer töten sollte. Und hinter diesen Worten wiederum steckt große Weisheit, wenn man sie richtig interpretiert. Denn jeder große Lehrer, oder sagen wir, gehen wir noch höher, das Buch des Lichts sagt, vergiss alles, was du jetzt gelernt hast. Du musstest es notwendigerweise lernen, um dich, weil es dir das erklärt hat, das ganze Universum mit anderen, mit dem du dich bis jetzt identifiziert hast. Wenn die Zeit aber gekommen ist, und die sollte jeden Tag ein bisschen gekommen sein, in der Seelenatemmeditation, dann erlangst du in der völligen Loslösung auch Stück für Stück die Situation tief in dir, das wirklich Unsterbliche. Ja. Naja, also ich habe hier nochmal einiges Sanskrit zitiert. Augenblick, was haben wir noch? Mal eine Übersetzung, die etwas widersprüchlich sein könnte. Ja. Wir haben hier eine Übersetzung von Prabhupada. Die darauf verweist, aber eben nicht zur Konsequenz, dass das auf Gottheiten verweist. Wenn ich zum Beispiel Kashinath Trimbak nehme, diesen Übersetzer der Bhagavad Gita, der hat bekannt, und meine Lieben, und deshalb gibt es doch das Buch des Lichts, Kashinath Trimbak, einer der hohen Sanskrit-Weisen, einer der fähigsten Übersetzer der Bhagavad Gita, hat bekannt keine klare Vorstellung von der Bedeutung der meisten Verse zu haben. Ja? Der Swami Prabhupada hat das gehabt, aber er hat den Fehler gemacht und hat gesagt, das zählt alles nichts, bleibe nur ein Anhänger von Krishna. Da sagt das Buch des Lichts, kurz davor ist auch Stopp oder kurz vorbei ist auch daneben. Wenn du ein Anhänger von Krishna bleibst, bist du ein Anhänger einer Wesenheit der Manifestation. Kannst du machen, kein Problem. Denen geht's gut da oben oder da drin. Das sind die Krishna-Himmel. Hare Hare, Krishna Krishna, wunderbar. Es unterliegt aber immer noch der Veränderung. Wir sind vom Buch des Lichts hier das Höchste. Unser Zug fährt nach nirgendwo. Da können wir doch nicht an irgendeiner Station Halt machen, meine Lieben. Was ist höher als die Einheit mit Brahman? Das ist das sich lösen davon. Das sich lösen von der Supermonade. Ja? Warum macht das Swami Prabhupada das? Warum sagt er, ja, alles gut, aber du, bleib mal mit Krishna. Weil er die Anbetung wieder einführen will. Der hat die Position verändert. Der erklärt Krishna zur Nummer 1 und Brahman den unpersönlichen Neutralen zu Nummer 2. Übrigens hat der Swami Prabhupada, also ist ja ganz interessant, sich selbst auf Platz 32 der heiligen Charts gesetzt. Ja, wunderbar. Prima. Ich kann euch nur sagen, meine Lieben, alle Schriften der Welt sind mehr oder weniger verfälschte Versionen vom Buch des Lichts. Und darum ist das Buch des Lichts jetzt zurückgekommen. Ich habe hier für jene, welche die Gita studieren. Auch der Begriff Parabrahman weist ja auch auf Nirvana hin. Brahman ist noch zum großen Teil manifestiert. Parabrahman ist jenseits Brahman, also Nirvana, wo der Urgrund ist tief drinnen. Die Verse, das fällt mir jetzt hier ein, die für Kashinath Trimbak Telang von Bombay
Kashinath Trimbak Telang von Bombay. Die waren unverständlich. Das waren die, ich glaube, das waren die Texte 23, 24, 25 in der Gita. Die sind mit dem mystischen Sinn der solaren und lunaren Mondsymbole verbunden. Die weisen, wenn wir das richtig verstehen, und darum haben wir jetzt das Buch des Lichts, auf die Pitris. Was sind die Pitris? Das sind die lunaren Gottheiten, die Mondgötter, wenn man so will. Die Vorfahren unseres Astralleibes. Unser Astralkörper ist ja Ursprung des Physischen. Und diese solaren Gottheiten hatten damals keinen physischen Astralleib. Erst als die Verdichtung weiter fortschritt, entstanden dann physische Leib. Und auch für einige Pitris und Manasaputras und so weiter, ihr kennt die Geschichte, die karmische Pflicht, Hüllen entweder ganz abzugeben und den Urgrund zu versinken. Aber da war ja noch ein Anhaften an diese schöne Welt. Und wenn sie auch nur astral ist. Und da haben halt einige gezögert. Ja. Meine Lieben, man muss es laut sagen dürfen, alle Schriften auf Erden, alle Aktivitäten in ihrer Essenz, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Biologie, Anthropologie, Geologie, Mathematik, Physik, Metaphysik, entstammen alle dem Buch des Lichts. Sind aber alle verfälschte Versionen und Kopien vom Buch des Lichts. Deshalb funktionieren sie ja nicht, weil ihre Zielrichtung eine falsche ist. Sie erwecken Konzentration nach außen. Das ist falsch. Das Buch des Lichts ändert den Wegweiser, stellt den Pfeil um, zurück nach innen. Die letzte Inkarnation des Vishnu, liebe Krishnaiten, hört mal her. Das ist Krishna. Ja? Und die Welt Krishnas, das ist Krishna Loka. Und die wird ja im Buch des Lichts im Detail beschrieben, diese Welt. Was aber sogar Krishna nicht wusste, sogar der höchste Brahman, und das ist ja das, was das Buch des Lichts hier lehrt, ist, dass sie beide nicht verstanden, dass Krishna und Brahman, dass die Welt, deren Welten vergänglich sind. Und darum ist ja auch, so kann man es mal sagen, der Buddha in der Meditation zu Krishna hochgestiegen und hat ihn belehrt. Das ist eine wenig bekannte Tatsache. Aber die meisten Krishnaiten denken, der Krishna-Himmel ist die höchste Bewusstseinsstufe. Ja, in gewisser Weise ist es das. Aber es ist nicht das Höchste, denn jede Bewusstseinsstufe unterliegt der Veränderung. Erst wenn du dich auch von deinem Bewusstsein gelöst hast, Ehre sei dem Buch des Lichts, dann hast du die Wahrheit erlangt. Dann kommt das Nirvana. Die ist natürlich jenseits aller Wahrnehmung und Empfindung. Ist die Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung, aber doch nicht die Aufhebung desjenigen, der nichts mehr wahrnimmt und nichts mehr empfindet. Brahma Sahampati ist die höchste Form von Mahabrahma, das ist eine leidenschaftslose Gottheit. Je leidenschaftlicher du bist, umso mehr steckst du im Sumpf der Materie. Wie wir alle, meine Lieben, wie wir alle. Und der Krishna, den die lieben Krishnaiten anbieten, meine lieben Krishnaiten, ihr betet einen Zweigstrahl der Supermonade an. Ja? Für Krishnaiten ist Krishna-Bewusstsein das Höchste. Aber genau dieses Bewusstsein, liebe Krishnaiten, trennt euch von Nirvana. Ja? Yasa brahmi shtitihi parte nanam prapya vimuhati chitvaya manta kalpi brahma nirvana muchati. Das ist der Brahman. Nirvana-Zustand, Arjuna. Hat man ihn erlangt, wird man nicht mehr verwirrt. Befindet man sich darin, zumindest am Lebensende, erlangt man Brahma Nirvanam Rachati, eingehen in Brahman. Das stimmt schon.
Das ist der Brahman-Nirvana-Zustand, aber nicht der wirkliche. Ja? Mit dem wirklichen Nirvana hat der nichts zu tun. Nirvana bedeutet ausgelöscht. Frei von allem Verlangen nach der Einheit mit irgendetwas, auch frei vom Verlangen in den Urgrund zurückkehren zu wollen, denn das machen die meisten falsch, die auch sich mit dem Buch des Lichts befassen, die verstehen nicht. Wenn du ein Verlangen hast, dann solltest du das Verlangen haben, dich vom Veränderlichen, Vergänglichen zu lösen, von deinem Verlangen danach. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst das Wort Nirvana nicht mal erwähnen. Aber es ist gut, wenn du es verstehst. Natürlich lehrt das Buch des Lichts ebenfalls die Krishna-Welt. Wenn Krishna als Supermonade verstanden wird, ja, und dann vom Feinstofflichen zum Dichten und so weiter. Aber all diese Geistwesen, diese unterschiedlichen Wesen in Manifestationen, all diese Rupas und Arupas sind alle vergänglich. Ja, meine Lieben, und wenn Krishna, und jetzt kommen wir wieder zur Notwendigkeit des Sanskrit-Buches. Da wird in den Sanskrit-Schriften zwar Sanskrit manchmal oder oft korrekt geschrieben, aber falsch interpretiert. Und darum stimmt das Schreiben dann auch nicht sozusagen. Wenn Krishna verkündet, dass es ihn und seine Sphären ewig gibt, wie es in den Veden heißt, dann ist das entweder eine falsche Übersetzung oder Krishna hat einfach vergessen, dass auch er vergänglich ist, wenn in Manifestation, weil es ihn schon so lange gibt, hat er es vergessen. Und da kommt das Buch zu Licht, steigt zu allen Wesenheiten in den höchsten Himmeln auf und sei es zur Supermonade und sagt, ihr seid allesamt vergänglich. Und du, Krishna, auch. Und wenn Krishna dem nicht zustimmt, muss er halt immer wieder kommen. Warum sagt Krishna nicht seinen Anbetern, dass auch er, ganz gleich wie viele Billionen Jahre er lebt und er lebt lange, dass auch er in seiner Manifestation vergänglich ist? Weil er die Anbetungsenergie genießt, meine Lieben. Genau deshalb. Ja? Das Hauptziel der Bhagavad Gita, das ist ja eine der wichtigsten Quellen der Hindu-Philosophie, ist es ja, die im Kosmos wirkenden höheren Prinzipien zu erklären. Die sind ja allgegenwärtig. Mit allen Sonnensystemen gemeinsam. Wie kann man, oder wie erklärt das Buch des Lichts die wahre Krishna-Lehre? Und ich hoffe, mir hören viele, viele Krishna-Iten zu. Die wahre Bedeutung der Krishna-Lehre ist, auf die Beschaffenheit des manifestierten Kosmos hinzuweisen. Auf die in ihm wirkenden Kräfte und Gesetze. Der Urgrund selbst bleibt in der Krishna-Lehre unerwähnt. Warum? Weil der Gott Krishna vergessen hat, wo er herkommt. Ja, das sind gewaltige Worte, meine Lieben. Es geht uns allen so. Und das Buch des Lichts ist da, um allen Wesenheiten im Universum zu sagen, da kommt ihr her, ihr habt es nur vergessen. Wollt ihr wieder dahin? Befasst euch mit der Lehre. Und darum, die meisten Menschen, inklusive Prabhupada, verstehe nicht die wahre Bedeutung der Bhagavad Gita. Und der Krishna sagt in der Bhagavad Gita etwas ganz Interessantes. Er sagt, obwohl ich selbst ungeboren bin, der Veränderung nicht unterworfen und der Herr von allem, was existiert, so werde ich doch zufolge meiner Vorherrschaft über der Natur, die mein ist, durch meine eigene Maya, also Illusion, die mystische Kraft der Selbstideenbildung durch den ewigen Gedanken im ewigen Geist geboren. Das sagt der Krishna. Aber eigentlich sind wir das dann alle. Wir sind alle ungeboren. Wir sind alle zeitlos ewig. Wir haben es nur vergessen. Wir sind göttliche Funken auf dem Weg zurück zur Quelle. Wir sind Götter im Werden. Ja? Und dann sagt Krishna, eigentlich das Buch des Lichts voraus, dass er so lange verborgen war und vergessen war. Krishna
fährt in der Gita fort. Und das betrifft alle Sphären. Satya Loka, Tapo Loka, Jano Loka, Maha Loka, Svarga Loka, Buvar Loka, Bumandala, Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, Patala. Die hellen und die dunklen Sphären. Das sind die Sphären der Krishna-Welt, meine Lieben. Der Krishna fährt in der Gita fort. Immer dann, wenn ein Verfall der Tugend und ein Überhandnehmen des Lasters und der Ungerechtigkeit in der Welt stattfinden, verkörpere ich mich unter den Geschöpfen, o Sohn Bharatas. Auf diese Weise trete ich ins Dasein, von Zeitalter zu Zeitalter, um die Gerechten zu bewahren, die Bösen zu Fall zu bringen und der Rechtschaffenheit Geltung zu verschaffen. Aber genau das bewirkt das Buch des Lichts, weil es höher ist als alles. Manifestation aus dem Urgrund, mir diktiert vom Mahachohan. Es ist eine Herabkunft der Erlösungslehre, es ist Avatar. Das macht aber, die macht nicht wie Krishna beim Krishna Loka halt. Ich habe euch die Lokas und Talas benannt. Die hellen und dunklen Sphären. Sondern sie geht darüber hinaus zum Urgrund Nirvana. Und diese Wahrheit kann man in der Seelenatemmeditation anstreben, sonst bleibt das alles graue Theorie. Die meisten wollen nur drüber reden, wollen nicht mal eine halbe Stunde am Tag meditieren. Ja, gut. Ich habe meine Pflicht erfüllt, meine Lieben. Ja? Was die lieben Krishnaiten nicht verstehen und was das Buch des Lichts uns lehrt, meine Lieben, ist, dass die Arjuna-Krishna-Geschichten in Wirklichkeit Einweihung bedeuten. Ja? Und ohne Erklärung und Erläuterung des Buches des Lichts kann man diese Anatta-Lehre nicht verstehen. Und weil man sie nicht verstanden hat und weil man, wie soll ich sagen, Krishnas göttlichen Egoismus zugelassen hat, entstand dann die Trennung in Kasten, gerade in Indien. Ja, man bleibt dann stehen bei der Anbetung eines Gottes. Das wollten die Götter in Wirklichkeit nie so. Haben die bald verstanden, dann war es aber zu spät. Darum ist ja jetzt das Buch des Lichts da. Hört auf, einen Gott anzubeten. Und euch selbst braucht ihr auch nicht anbeten, denn ihr seid ja Gott. Unterscheidet nur klar, was bin ich essentiell nicht, anstatt zu fragen, was bin ich. Und wenn ihr euch entschieden habt, essentiell zu sagen, ich bin all das, was ich als veränderlich wahrnehme, nicht, dann seid ihr schon ein Stück weiter. Ganz egal, wie oft ihr in die Falle tappt und den Versuchungen und dem Verlangen des von euch wahrgenommenen Veränderlichen ständig nachgibt. In die Falle lauft, macht nichts. Stück für Stück kommt das Glück. Und es ist ja auch laut Buch des Lichts klar, auch die Prajapati-Lehre, es gab Väter der verschiedenen Lebensbereiche, Pitris. Die haben sich zyklisch auf Erden verkörpert. Wir haben hier auch die Manu-Lehre, Ursprung der monadischen Lebenswogen, Manasaputras, all das wird gelehrt. Aber doch nur, damit ihr euch leichter davon lösen könnt, meine Lieben, doch nicht, damit ihr nur schlauer seid und wieder zurückkommt in diese kranke Welt. Meine Lieben. Und Krishna lehrt das auch, und das muss ich sagen, also ist vieles in der Krishna-Lehre richtig. Zum Beispiel ein im Wald verweilender Asket, ja, der kann weltliche Gedanken haben, die ihn peinigen, die ihn davon abhalten, höhere Bewusstseinszustände zu erlangen. Darum sage ich euch, ihr könnt vielleicht manchmal eher in eurem kleinen Kämmerlein Nirvana erlangen, als so mancher Asket im Walde. Du bist dein eigener Erlöser. Die Krishnaiten verehren Krishna als kosmische Gestalt, könnt ihr ja machen. Buch des Lichts aber lehrt, alles was du erkennst, bist du nicht. Also bist du auch nicht Krishna. Denn den erkennst du ja. Inklusive seiner Himmel und deren Bewohner.
Das sind vergängliche Manifestationen. Und weil alles als vergänglich erkennbare leidvoll ist, laut Buch des Lichts, eben wegen seiner Vergänglichkeit, und darum bist du gut beraten, Nirvana zu erlangen, dass du dann jederzeit wieder verlassen kannst. Aber dann hast du mal diesen Zustand Sanya Vedaita Nirodha mal erlangt. Man könnte sagen, liebe Krishnaiten, ich will euch doch nicht von Krishna verjagen. Du immer denkst, ich bin Feind von Krishna. Seht Krishna als eine hohe Zwischenstufe zu Nirvana. Die Lehre des Krishna ist tief und umfassend. Nur ihr bleibt noch ein bisschen an der Hülle stecken, nicht den Kern, und seht ihn nicht. Ihr sucht Erlösung, aber Erlösung ist nicht in Krishna. Es gibt ein wunderbar, wunderschöne Zeit im Krishna-Himmel oder im Brahma, wie du willst. Aber, wisst ihr, ich war in gewisser Weise, auch wenn ich so viele Fehler gemacht habe und so viele Anhaften und so viel Unsinn und immer noch mache, bin aber sehr elitär. Mir ist nur das Höchste gut genug. Ein Krishna-Himmel genügt mir nicht. Ich will das Höchste. Mich zu lösen von allem Veränderlichen und Vergänglichen und auch vom veränderlichen Krishna-Himmel. Um dann Nirvana zu erlangen, die Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung, aber nicht meine Aufhebung, die nicht. Und natürlich wird Krishna verehrt. Als kosmische Gestalt und so weiter. Bitte, wenn ihr das machen wollt, ich sage euch nur, eure Verehrung von Krishna hält euch ab vom Höchsten, das sage ich euch. Naja, das Höchste ist für einen ja eigentlich immer das, was man als das Höchste sieht, bitteschön. Kein Problem. Vielleicht aber habe ich euch einen Gedankenanstoß gegeben, dass es noch was anderes gibt als nur das Krishna-Bewusstsein. Ja? Denn du bist nicht dein Bewusstsein. Löse dich in der Meditation auch von Krishna, selbst wenn er dir persönlich erscheint. Das ist der größte Kämpfer, der größte Krieger. Alle anderen Krieger, die heute auch in den Krieg gehen lassen, als Waschlappen. Waschlappen, Weicheier. Gegen jemand, der sich hinsetzt, gegen seine eigenen Schwächen kämpft, indem er sie erkennt als nicht das Selbst. Und ihnen nicht mehr nachgibt. Und ihnen immer weniger nachgibt. Meine Geliebten, wer hat mich verstanden? Ananda Krishna zum Beispiel, ein weiser Heiliger, glaubt, dass Parabrahman ist das höchste Brahman. Das ist ein fataler Irrtum. Bedingt durch die Unkenntnis des Sanskrit. Parabrahman bedeutet jenseits von Brahman und ist damit der Urgrund. Zu sagen, ist der höchste Brahman, ist falsch. Brahman ist das höchste in Manifestation, richtig. Richtig. Ja. Zu behaupten, der höchste Brahman ist, das ist so irrtümlich, als würde ich behaupten, der Raum, aus dem ich komme, ist mein höchstes Ich. Nein. Es ist nur der Raum, aus dem ich komme. Auch Nirvana ist Anatta. Meine Lieben, nur wenn man sich wirklich befasst und befasst mit der Lehre, wird man erkennen, dass auch Nirvana nicht das Selbst ist. Man löse das Rätsel. Ja, und das sogenannte Wort, am Anfang war das Wort, ist nichts anderes als die erste Manifestation der Supermonade. Wenn sie ihren Lebensdurst in Mula Prakriti, in der Urmaterie, wenn sie diese befruchtet, sogenannte Jungfrau Maria, alles wird alles erklärt in der wahren Bedeutung der Bibel zum Beispiel, das ist eine Schwingung, welche zunächst einmal die Urmaterie in Ebenen einteilt, um Platz zu machen für die nachkommenden Monaden. Ich muss euch was sagen. Das Buch des Lichts ist vielleicht das Radikalste und zugleich das Gewaltloseste, was es auf der ganzen Welt gibt. Ob hier oder in einem Paralleluniversum. Weil das Buch des Lichts stellt alles in Frage.
und wirft die volle Last der Verantwortung auf uns zurück. Wir können reinkarnieren oder nicht. Wir können wiederkommen oder nicht. Wir können unbeeinflusst sein von den Ebenen der Manifestation oder nicht. Das liegt daran, ob wir Skandhas hinterlassen und so weiter und so weiter und so weiter. Naja. Also, meine Lieben, der Prabhupada zum Beispiel sagt, du musst dir einen Führer nehmen und ihn akzeptieren. Ja, das mache ich. Ich nehme das Buch des Lichts. Das ist mein Führer. Aber das Ego des lieben Prabhupada meint einen anderen Führer. Ja? Und damit bin ich eben nicht einverstanden. Prabhupada antwortet, wir sagen, Gott ist vollkommen, sonst könnte er nicht Gott sein. Wir sagen, sagt er, Krishna ist Gott, also akzeptieren wir Krishna als vollkommen. Nein. Alles, was sich in Manifestation befindet, ist nicht vollkommen, solange es sich mit seinen Hüllen identifiziert. Ja? Man hat gesagt, Prabhupada sagt, Krishnas Persönlichkeit ist vollkommen. Es gibt keine vollkommene Persönlichkeit, meine Lieben. Es sei denn, was für Krishna aber nicht zutrifft. Krishna hätte Nirvana entsagt und kommt jetzt wieder und befruchtet alles aufs Neue. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Meister haben Nirvana erlangt. Wir sind hier auf Erden in der Waage, in einer Waagesituation, perfekte Situation, Nirvana zu erlangen oder nicht. Oder auch tiefer zu fallen. Ja? Und dann sagt Prabhupada etwas, wofür ich ihn also bewundere. Er sagt, wenn du glaubst, dass Krishna nicht vollkommen ist, jawohl, sage ich, Lanu, Krishna ist nicht vollkommen, sondern jemand anders, dann folge ihm. Es gibt keinen ihm, den ich folge. Prabhupada. Ich gebe die Lehre, die vollkommene Lehre des Buchs des Lichts weiter. Und wer Nirvana erlangen will, der muss sich vor allem auch vom Buch des Lichts lösen. Wenn er mal verstanden hat. Bitte nicht zu früh lösen. Könnte sein wie jemand, der einen wilden Fluss überqueren will und in eine Nussschale steigt, in ein Boot, das nicht ganz so seesicher ist, seetüchtig. Und so mittendrin denkt er, oh, jetzt habe ich es bald geschafft, den Rest kann ich auch schwimmen. Verlässt das Boot. Und geht unter. Denkt mal drüber nach. Ja? Es mag sein, dass alles Krishna gehört, antworte ich Prabhupada, aber nur zeitweise. Es wird ihm wieder genommen. Und mit so etwas Vergänglichen gebe ich mich, als jemand, der wahre Erlösung sucht, nicht ab. Ja? Das möchte ich euch nur sagen. Meine Lieben, ich hoffe, ich habe nicht noch mehr Unmut erzeugt. Was euch mal mit Band 10. Ganz interessant. Band 10. Das ist sowieso, das war vorauszusehen, dass ich solche extremen Reaktionen bekomme, meine Lieben. Der Grund, warum das fast ein verständlicher Hass. Warum hasst dich jemand, oder wie ich zu Beginn sagte, wer die Wahrheit verkündet, braucht ein schnelles Pferd. Weil dann jemand, der so hasst, der ist eigentlich deiner Meinung. Der versteht bereits Folgendes. Er hat die ganze Zeit etwas Falsches gelernt, auch gelehrt, daran gehaftet. Und wenn er ein bisschen Monadensubstanz Erwachte in sich hat, dann wird er feststellen, er hat sich die ganze Zeit geirrt. Und jetzt ist es die Zeit gekommen, wieder diesen Irrtum gut zu machen und der Wahrheit zu folgen. Und das fällt den meisten ganz schwer. Also dürft ihr nicht traurig sein. Ihr habt die ganze Zeit euch geirrt. Na und? In dem Maße, in dem ihr euch geirrt habt, werdet ihr jetzt die Kraft haben, umzukehren und dem Buch des Lichts zu folgen. Ehre sei dem Buch des Lichts. Om. The light in you, the light in you,
the light in you, in you. Tossing and turning inside your burning, longing to reach the goal. All your illusions turned into confusion, and you don't know anymore what to do. You don't need anything else than the light in you. You don't need anything else than the light. Wherever you are, wherever you go, whatever you do, you don't need anything else than the light in you. You don't need anything else than the light in you. Wherever you are, wherever you go, whatever you do. Looking for answers where you can't find them, you were too blind to see. It's all inside you, once you decide to listen to the truth in you, in you. You don't need anything else than the light in you. You don't need anything else than the light. Wherever you are, wherever you go, whatever you do, you don't need anything else than the light in you. You don't need anything else than the light in you. Wherever you are, wherever you go, whatever. Whatever you do.